Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme im Immuntech-Kanal. Es geht weiter mit einem Einbauvideo. Diesmal wollen wir unser Netzteil einbauen und ich zeige euch die ersten Schritte mal und was auf was ihr auf jeden Fall achten müsst. Wenn wir unser Netzteil hier zur Hand nehmen, hier unser Big Fight Netzteil, es gibt natürlich auch ein Unboxing-Video dazu, hier in meinem Kanal, verlinke ich auch auf jeden Fall am Ende des Videos. Was man hier auf jeden Fall achten muss, ist, wo euer, also wie ihr das Netzteil in welche Richtung einbringt. Wie ihr seht, hier unten ist so ein Lüftungsschacht unterm Gehäuse und ein Staubfilter. Also logischerweise muss dann dieser Lüfter, was hier auf der Oberseite vom Netzteil ist, auf die untere Seite vom Gehäuse gucken, damit der auch Luft holen kann. Ja, also auf das auf jeden Fall achten. Ich kenne immer noch Leute, die es einfach nach oben montieren und da ist halt eine Netzteilabdeckung. Und ja, wie soll das Netzteil dann atmen? Und am Ende, irgendwann, hat man auf jeden Fall bestimmt dann die Probleme, wenn denn die Luft, die warme Luft, kann da nicht raus. So, das als erstes. Und danach muss man eigentlich nicht viel mehr beachten. Was ich auf jeden Fall machen müsste, ist einfach das Netzteil zu nehmen. In diesem Fall, es gibt natürlich auch Gehäuse, wo man das erstmal hier anschließt, die Abdeckung, und danach montiert man das. Aber bei unserem Gehäuse schickt man das anscheinend hier von innen so rein, so in etwa, und danach holt man es wieder von der anderen Seite so raus. Ja, so, genau. So in etwa muss das dann sitzen und die ganzen Kabel sind halt hier, also unser Kabelsalat, wie gesagt, kein modulares Netzteil haben wir hier. Und ja, danach müssen wir nur noch das Ganze mit den mitgelieferten Schrauben montieren. Die Schrauben haben wir meistens in der Verpackung mit drin, als Verpackungsbeilage mit dabei. Und diese können wir natürlich hier auch rausholen und mit viel Schrauben lässt sich das Netzteil montieren. Deshalb ändere ich mal die Kameraperspektive erstmal. So, weiter geht's mit dem Einbauen bzw. dem Schrauben. Dafür müssen wir einfach diese vier Schrauben einfach ans Netzteil anbringen. So, am Ende haben wir das Ganze montiert und es sitzt auf jeden Fall fest. Und so einfach geht eigentlich die Verschraubung von einem Netzteil ins Gehäuse. Das war's dann mit diesem Video, mit dieser Aufnahme. Natürlich gibt es einen Link zu diesem Netzteil auch in der Videobeschreibung. Bis zur nächsten Aufnahme, Immuntech-Kanal, auf Wiedersehen.